Und willkommen zurück. Das fröhliche Zähmen geht weiter. Und heute bin ich am Telefon. Guten Tag. Nein, wir werden heute für euch, hier hinten im Hintergrund sieht man schon eine Höhle, wir werden für euch heute den Glowtail zähmen. Rechts die Akuma, links keiner, weil wir heute nur zu zweit sind. Links ist eigentlich der Drache. Ich zeige es mal ganz kurz. Also hier sind unsere zwei Rock Drakes, aber die sind jetzt uninteressant. Ich gucke mal hier ganz kurz auf mein Handy, wie spät es ist. Wir sind nämlich genau hier vorne an der Höhle bei 48.1.27.3. Ganz, ganz einfach zu finden. Wisst ihr wie? Ihr kennt doch bestimmt den Ausgang. Hier vorne sieht man den Ausgang aus diesem Eisengerüst beim, ist glaube ich das easyste Gebiet, ne? Das einfachste Gebiet, was es da gibt. Pilz, irgendwas heißt das, also Mushroom. Irgendwas mit Mushroom. Genau, also das ist dieses Easy Spawn-Gebiet, wo man ganz am Anfang auch spawnen kann und was ich eigentlich am meisten auch immer empfehlen würde. Und dann geht man doch durch diese Eisenringe, das sind hier vorne so eins, da sind noch welche mehreren drin und dann kommt man hier raus und direkt hier unten ist so ein kleiner See und am See ist eine Höhle und da sind bisher, also wir haben bisher schon sehr viel Aberration gespielt und fast alle Höhlen. Wir haben eigentlich alle Höhlen gefunden, glaube ich, ne? Wir haben alle Höhlen gefunden und das ist, glaube ich, die einzige Höhle, wo es Glowtails gibt. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich tue mal hier ganz kurz mein Telefon weg. Ach, das. Nachladen. Wir sind natürlich wieder gut vorbereitet. Ihr seht auf der Null, das sind, ich muss mal ganz kurz lesen, wie die genau heißen, die Pilze. Das sind die Ascherbic Mushrooms, also die Pilze, das sind diese, das, Narkosepilze. genau, die Narkosepilze, so wie ihr die ganz normalen Narkosebären. Narkotikbären kennt, sind das so gesehen jetzt die Pilze, die gibt es ja hier auch. Und ich mache mal ganz kurz Licht an, ich knick mich mal ein Licht. Ach ja, du hast ja Knicklichterchen bei. Willst du auch ein Knicklicht? Übrigens, hast du den Kommentar gelesen? Fällt mir gerade ein. Was denn? Über die Knicklichter. Du sollst sie am besten mal weiß färben. Du wirst überrascht sein, wie hell das sein wird. Habe ich sogar schon gemacht. Da musste ich irgendwie an Cor denken und sein Gelb. Ja, ich habe das schon gemacht. Also, das hat mir mal jemand unter die Kommentare geschrieben. Wenn ihr die Knicklichter weiß färbt, dann habt ihr, das ist fast wie helllicher Tag oder ob die Sonne auf euch runtergestürzt ist. Okay, die Höhle ist gerade geladen worden. Und jetzt gehen wir hier rein. Also, wenn ihr Glück habt und ihr möchtet nicht unbedingt kämpfen, gibt es die Glowtails, hier unten ist der Eingang, die Glowtails auch schon direkt am Eingang. Ohne dass ihr kämpfen müsst, wenn ihr Pech habt, oh, das habe mir das knicklich genau in der Kamera drin. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr leider ein Stückchen gehen. Dann müsstet ihr euch ausrüsten mit ein paar Kletterhaken hier unten, die ich gerade auf der 4 habe. Am besten gute Waffen, weil da gibt es natürlich wieder Fledermäuse und sonst was gibt's für Ungeziefer. Wir müssen mal gucken, wird Immer die. ein Knicklicht. Ach, du wolltest jetzt eins, ja? Es ist so dunkel hier. Ich schmeiß dir eins, einfach eins Aber dran. bitte an den Rücken. Okay, an die Seite. Schon passiert. Also, man muss einfach mal gucken. Die Glowtails bewegen sich nicht. Die sind immer still. Und das kann sein, dass die manchmal in diesen hohen Gebüschen irgendwo dazwischen sind. Da muss man wirklich mal gucken. Wenn ihr die Namen anhabt, dann sieht man manchmal auch die Namen und das Level. Deswegen krauchen wir gerade in den Büschen rum. Wir haben letztes Mal zwei, glaube ich, hier gefunden, ne? Ein Low-Level und ein. Ne, drei sogar. Direkt am Eingang. Ja, Direkt am genau. Eingang waren die. Am Eingang war einer und dann kam ein bisschen später ein paar mehr. Vier Genau, Stück. ich weiß noch, hier einer hatte ich hier. Ne, der Stone hatte die alle beide hier gefunden. Hier in so einer Ecke waren die. In dieser, glaube ich, sogar. Nee, ich glaube, das war weiter in der Höhle, ne? Meinst du? Ja, ich glaube, das mit den Doppelten in der Höhle, also das Doppelte, beziehungsweise die drei, weil wir hatten ja dann beide einen und dann Stone hat ja noch einen selber gefunden in der Ecke. Ich Okay. glaube, ich war weiter in der Höhle. Ah, okay. So, wir gehen mal ein Stückchen weiter. Jetzt kommen nämlich gleich schon wieder die Gegner. Die Glowtails, ich sag mal, was sind einfach Flugechsen. Ne? Sehen so aus wie Flugechsen, leider fliegen sie nicht. Die sind zwar komplett ausgerüstet mit Flügeln, aber die fliegen leider nicht, was ich ein bisschen schade finde. Sieht aus, sie sehen wie Chamäleons. Findest du? Chameleon? Bisschen. Bloß halt mit Schwimmhäuten. Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen Pech. Wir müssen doch kämpfen. Ja, sieht so aus. Hier blubbert schon, hier ist das Wasser und jetzt kommen gleich die Gegner. Dann müssen wir hier vorne schon sehen. Da sieht man eine. Ein Seeker. Ah, da ist ein Sieger? Ich sehe einen Kano und. Ah, ein Kano und Sieger, genau, richtig. Ich würde sagen, er ist auf den Seeker, wa? Okay, du bückst dich, ich stehe, dann ist es wunderbar, dann schießen wir uns nicht über den Haufen. Schießen wir einfach mal drauf. Okay, Kano ist weg.
Wo ist der andere? Hast du einen anderen? Oh. Auch, ich glaube, den anderen hast du auch geschossen. Wunderbar. Mal nachladen kurz. Vielleicht haben wir Glück und finden direkt hier einen. Da müssen wir nicht unbedingt weit. Also wir haben diesmal nicht die Höhle geklärt für euch. Hier ist ein Skorpion. Achtung, da kommen sie. Wir wollten das für euch machen, damit wir euch zeigen, was auf euch zukommt. Oh mein. Auf Dex! Ja. Ich gehe ein bisschen so seitwärts. Hast du sie? Einer fährt noch. Warte, ich gehe. Vorsicht, jetzt geh zurück. Auf Seite rechts, geh auf Seite. Das kommt nicht vorbei, das ist gut. Der ist hoch, ne? Ja. Oh, 68. Geht eigentlich. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich muss mal ganz so still stehen. Ach, übrigens, wenn ihr hier die Pilze vergessen haben solltet, dann könnt ihr hier auch noch Pilze farmen. Dann nicht, das ist nicht die Körperfarm. Hier gibt es nämlich ganz oben am Eingang. So, am Eingang gibt es oben noch Pilze. Hab einen gefunden. Hast einen? Warte ganz kurz, ich komme. Wo ist er? Ah, oh, guck mal, da ist er. Das ist ein Dossier. Oh, da ist Atemfeuer. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir unsere... Komm, zieh mal zurück. Wunderbar. Boah, Alter, ich hab die nicht gesehen, ey. Ich hab sie nur... Oh, das ist eine Mega Neure. Ich hab sie so bloß... gehört. Das sind die Glowtails. Ich zeig sie mal ganz von nah an. Guck mal, hallo. Und... Mit Mütze sogar noch. Ich muss mal ganz so zuschlagen. Ich will mal das Knicklicht abmachen. Hab ich das weg? Ja. Nee, warte. Dafür muss ich dich leider hauen. Ich glaube, ich krieg's auch nicht weg. Nee, geht nicht. Naja, dann gucken wir es eben erstmal so. Man zähmt sie natürlich, ist es wie eine Passivzähnung, wie bei dem Bulbdog, wie bei dem Featherlight, also bei dem Vogel, und bei dem Zieglein, dem Shinyhorn oder Scheinhorn, wie bei den anderen auch, ist das Lieblingsfutter das Plant Spacey Z Seed, also die Samen von dieser Spooky Glutschi-Mutschi Pflanze. Ihr braucht es aber nicht, ganz ehrlich. Ihr könnt auch diese ganz normalen Betäubungspilze nehmen, die schwarzen, und dann einfach auf die Null legen, nah rangehen, E drücken. Ich persönlich würde dir aber empfehlen, weil guck dir mal den Fortschritt an. Ja, der Fortschritt ist natürlich mega langsam. Guckt euch das mal an, so 14%. Jetzt lege ich mal den Seed mal auf die Null und dann seht ihr gleich mal, dass das wäre so gesehen das Kibbel für die Glowtails. Und jetzt hau ich mal rein, so, und BÄM! Ein riesengroßer Unterschied. Und, das ist übrigens noch eins von den Weihnachts-Events hier, mit der Mütze noch drauf. Voll süß. Ja, und das Level ist eigentlich auch voll gut. 72, da kann man echt nicht Nein sagen. So, da kann man es nochmal, so, willst du nochmal? Nee, nee, mach ich. Ich mach. Jetzt habe ich gerade den Köttel aufgehoben, okay, und zack! You have tamed a Glowtail. Und ich finde die voll süß. Weiß ich nicht. Liegt aber auch nur daran, weil sie normal auf deiner Schulter aussehen. Die, nee, ich finde die übrigens auch so schön, aber das ist das einzige Schultertier, was bei mir gut aussieht. Guckt euch das mal an. Wie vom Entwickler für mich. Das sieht so gut aus. Ich finde das echt gut. Das ist natürlich genauso wie bei den anderen Schultertieren hier bei Aberration auch. Das kann Licht natürlich machen. Das Licht braucht ihr. Wenn ihr zum Beispiel... Oh, hier ist noch ein... Das habe ich schon gehabt. Ein Note. Wenn ihr ins blaue Gebiet geht, dann kommen ja die... wie heißen sie nochmal? Die Nameless. Und die Nameless werden dann schwächer, wenn ihr... Das zeige ich mal kurz. Zack, Light up. Und zack, macht das Licht an. Wenn ihr... das Licht anmacht, dann sind nämlich die Nameless schwächer. Und wenn ihr in das lilane oder rosane Gebiet runtergeht, dann kommen die Seeker. Das ist gerade ein, den wir eben erschossen haben. Das ist das Gegenteil. Da müsst ihr das Licht ausmachen. Aber da unten ist natürlich wieder was ganz anderes, weil da kommen nämlich auch Nameless. Also die Nameless brauchen das Licht, damit man sie kaputt schießen kann, schneller. Und die Seeker werden vom Licht angezogen und sind dadurch stärker. Also da müsst ihr immer ein bisschen hin und her aufpassen. Ich zeig mal ganz kurz, was da noch so... Ein Megalosaurus. Okay, ich komme sofort. Ich mache mal ganz kurz hier nochmal das E-Menü auf. Also, ihr könnt hier noch einstellen. Hier, das ist die Einstellung, wenn er vollgeladen ist. Hier sieht man gerade im Hintergrund, so, ich zeige das nochmal hier. Hier sieht man gerade Charge 205 von 230. Wenn ihr das auf Enable schaltet, dann geht das automatisch, dann macht ihr das automatisch sein Licht an, wenn er vollgeladen ist. Dann hier Turn Light an, dann macht er das Licht an. Dann kann er hier auch bei PvP Spieler
erscannen. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit hier vorne, dass er auch High-Level-Dinos erkennen kann. Das ist immer ganz... Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade mein Tier geschlagen. Das ist ganz interessant, wenn ihr nämlich auf der Suche seid nach High-Level-Tieren, dann habt ihr eine gute Möglichkeit mit so einem Schultertier, die High-Levels-Dinos zu finden. Wollen wir den wirklich... Das sind zwei Raptoren. Ja, und der eine davon ist 116, aber darunter ist noch ein Glowtail. Level okay, 20. Dann und machen der wir hat einen Partnerbonus. Warte. Das heißt, da ist noch einer in der Nähe. Ein Weibchen. Nachgeladen? Ich habe nachgeladen, ja. Ich auch. Also der rechte davon, der rechte Raptor ist 116. Okay, dann schießen wir erst den linken kaputt. Okay. Tot. Oh, das ist schon tot. Tot. Wow, 112 ging ja schnell. Vorsicht, da ist noch Skorpion und irgendwas. Oh, noch... Ravager! Ja, genau, die meinte ich. Nachladen? Oh, ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich stehe jetzt, glaube ich, vor dir irgendwie. Ich versuche gerade wegzulaufen. Dexter geht runter, Vorsicht. Ja, ich... Nachladen? Der ist 108. Oh, ach, gut. Ihr seht, die Höhle ist natürlich nicht ohne. Aber die, ihr kriegt die direkt am Anfang. Ihr seht jetzt, hier vorne haben wir einen gefunden. Direkt ganz am Anfang haben wir jetzt gerade zwei, drei Tiere getötet. Und hier um die Ecke kommen direkt wieder die nächsten. Und jetzt lasse ich mal ganz kurz den Akku mal. Danke fürs Licht. Bitteschön. Warum hast du, wo hast du den Glowtail gesehen? Hier locker. Haben wir ihn erschossen bestimmt. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das, der hatte Partnerbonus. Das heißt, irgendwo ist hier noch ein Weibchen. Also wenn ihr die Glowtails sucht, guckt in den Büschen. Die sind ganz kurz. Ich zeig euch das mal ganz kurz. Wenn ich die gefunden. Hast du? Nee, ist noch ein Männchen. Wo ist das Weibchen? Ich will das Weibchen. Wo hast du denn das Männchen? Ach hier. Ja, da, genau. Da das ist er. Sogar rot, glaube ich. Hm, 120. So, aber mein, es hat Partnerbonus, ich will das Weibchen. Mein Glowtail hat gerade Licht ausgemacht. Aber wir sind eigentlich für heute schon fertig. Gesundheit! Komm, stell dich mal ganz kurz hier hin. Ja. Hat der gerade bei mir das Licht angemacht? Hat das Licht angemacht? Ich stelle uns mal so hin, damit wir nämlich angeleuchtet werden von den Steinen. Oder? Wird das so? Nö. Stellen wir uns andersrum? Werf mal dein Glowtail vor dich. Das könnte ich machen, ja? Mach mal Licht. Okay, ein bisschen weit. Okay. Wir kommen mal wieder zurück. So. So, Leute, das war's vom Glowtail. Ihr seht, der schwebt nicht, der fliegt nicht, aber der macht wenigstens eine... du hast ihn gerade gelevelt, ne? Ich habe gar nichts gemacht, er hat seine Ladung wieder voll. Ah, okay, du kannst ihn mal leveln, dann kannst du mal zeigen, was er so drauf hat, wenn er nämlich levelt. Dann guckt euch mal die Zunge an. Okay, normalerweise macht er doch, glaube ich, auch mit der Zunge. Mach nochmal bitte. Ich glaube, der hat geht nicht. Ah, hat er keine mehr, okay. Hat die Hälfte erst. Ich glaube, der hat nämlich zwei Animationen. Der macht nämlich, glaube ich, auch einmal mit der Zunge. Sieht auch voll lustig an. aus. So, Leute, das war's aber jetzt wirklich. Wie gesagt, die Koordinaten habt ihr ganz am Anfang bekommen, ist total easy. Ihr braucht einfach nur, sagen wir mal, eine Pump-Action, müsst nur ein paar Meter in die Höhle reingehen und dann findet ihr meistens schon direkt welche. Müsst auch keine Samen unbedingt mitnehmen, ihr könnt das auch mit den schwarzen Pilzen machen, aber ihr habt ja gesehen, mit den Samen geht das ein ganzes Stückchen schneller. Gut. Und mal schnell eine Minute da an der Pflanze warten, ist ja wohl nicht, ne? Ist ja wohl nicht. Genau. Der Horror. Das war ein guter Übergang gerade. Wo kriegt man diese Seeds her, diese kleinen? Ihr seht ja überall diese riesengroßen Flutschi-Pflanzen. Die werde ich euch bestimmt jetzt gleich einblenden. Und da kommt immer so eine kleine Zunge raus. Und wenn die Zunge rauskommt, wartet ihr dort ganz, ganz nah. Und irgendwann spuckt ihr so einen einzelnen Samen raus. Und das wäre dann dieser Samen, den ich hier in der Tasche habe. Wo ist er? Nach einer Minute und 5 Sekunden. Ach, den habe ich. Genau zu sein. 1 Minute und 5 Sekunden, alles klar. Ja. Okay. Und je nachdem, wie schnell man den Samen aufhebt, bleibt es bei 1 Minute 5 oder es steigert sich halt etwas. Ah, okay. Damit war's das vom Glowtail, von mir, Akuma und Glowtail. Und bis zur nächsten Zähmung. Bis denn dann.